Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Sebastian, ich bin Biologe und das hier ist nicht nur das erste Video von meiner neuen Seite biosepp.de, sondern auch das erste Türchen vom großen Biosepp Adventskalender, wo es jeden Tag von 1. Dezember bis zum 24. Dezember neue Türchen mit neuen Beiträgen und Videos und coolen Themen von mir zu bestimmten Themen aus der Wissenschaft und der Biologie gibt. Also im Grunde Wissen statt Schokolade. Denn ein Schokokalender hat ja wahrscheinlich jeder, aber so ein Wissenskalender, das ist nicht so verbreitet. Und deswegen kriegst du das bei mir auf der Seite. Und da habe ich ganz viele neue Stories. Ich habe einen ganzen Haufen davon und hier kommt schon die erste. Und es geht um, wie könnte es anders sein, den Winter. Das Wetter draußen, es wird immer kühler, die Pfützen frieren, die Blätter fallen, in der Stube wird es immer gemütlicher und gemütlicher, weil es immer schön muckelig warm ist. Wir gucken raus, wir sehen, es ist kalt, der Winter kommt. Das ist eigentlich auch für Dezember jetzt eine ganz normale Sache, ne, dass die Pfützen langsam einfrieren. Wäre es aber jetzt nicht 2020, sondern 1816, hätte ich, wenn wir jetzt rausgucken, nicht wirklich sicher sagen können, welche Jahreszeit jetzt gerade ist. Denn das Jahr 1816 hat auch noch einen anderen Namen, nämlich das Jahr ohne Sommer. Grund dafür ist eine Vulkanexplosion, und zwar vom Tambora in Indonesien. Wir sind hier in Deutschland, da bin ich zumindest gerade, und Indonesien ist hier fast auf der anderen Seite der Welt. Hier unten, da ist der Vulkan gewesen, der ist da immer noch, aber damals war er ein bisschen größer und der ist explodiert. Es war eine riesige Eruption und der ist mit so einer unvorstellbaren Macht explodiert, dass er ganz viel Staub, Asche und andere Partikel in die Atmosphäre gepustet hat. Diese atmosphärischen Staub- und Aschepartikel machen jetzt vor allem eins: sie blockieren das Sonnenlicht, was runterkommen soll, auf den Boden und den Boden erwärmt. Das heißt, sie haben auch vor allem einen Effekt: es wird ein bisschen dunkler und es wird vor allem kühler. Und die Prozesse dahinter, die kann man sich eigentlich ganz gut und einfach vorstellen, indem man das einfach mal als Modell aufbaut. Und zwar habe ich hier zwei Atmosphären. Die Atmosphäre kann man sich um uns herum mit ihren Winden und ihren Strömungen eigentlich ganz gut wie eine Wasserschicht vorstellen. Und unsere Wasserschicht Nummer 1 hier ist also unsere normale Atmosphäre. Da kann man durchgucken, wenn ich mal die Sonne nachmache mit einer Taschenlampe, dann sieht man, oh, da geht das Sonnenlicht gut durch. Hier unten wird für unsere Pflanze zum Beispiel alles schön bestrahlt. Die kriegt genug Sonnenlicht und die Sonne kommt auf den Boden und erwärmt den Boden auch. Es ist wunderschön, es ist Sommer, klasse. So, aber wenn nun durch den Tambora, durch den Vulkan, Asche in die Atmosphäre gepustet wird, und das mache ich mal mit meiner Atmosphäre Nummer 2 hier, und die Aschepartikel sind ganz fein, die kann man sich wie Mehl vorstellen. Machen wir mal in unsere Vulkanatmosphäre, machen wir da mal ein bisschen Asche rein, also hier Mehl. So. Da sind jetzt ein paar größere Stücke drin, das macht aber nichts. Was passiert? Nach unten kommt lange nicht so viel Licht wie vorher. Die Asche, hier in diesem Fall das Mehl, blockiert ganz viel und deswegen leuchtet das Glas eher, aber der Boden nicht. Und unsere Pflanze kriegt jetzt, sieht man vielleicht im Verhältnis zu vorher, nicht mehr so viel Licht wie davor. Ja, also die Asche schluckt sehr viel von dem Licht, was hier unten ist, was nach unten kommen sollte eigentlich, und deswegen sieht man auf dem Boden eigentlich nicht diesen hellen Schein, den wir vorher hatten. Es ist immer noch ein bisschen hell, aber es ist eher das Strahlen von den Aschepartikeln hier in der Luft selber. Also, schlimme Sache für alles, was eigentlich von einem Sommer ausgeht und jetzt einen ganz, ganz, ganz langen Winter vor sich hat. Und genau dieser Mechanismus bringt jetzt komplett den Ablauf von allen möglichen Lebewesen durcheinander. Die Pflanzen gehen ein, weil sie nicht mehr genug Licht bekommen, außerdem ist es viel zu kalt, die Ernten gehen kaputt, die Menschen haben nichts mehr zu essen, die Tiere wissen nicht mehr, wo sie was zu essen finden sollen, sie brauchen ihr Winterfell noch viel länger und. Ganz, ganz viele Dinge sind passiert. Ernteeinbußen, es gab in der Schweiz im Sommer, im Juli, in den Tälern immer noch Schneefall. In Amerika hat es nachts immer noch gefrostet, es war unter 0 Grad kalt, im Sommer. Das ist alles nicht normal, das ist alles zurückzuführen auf diesen Vulkanausbruch und das zeigt uns mal wieder, wie sehr alles vernetzt ist miteinander. Denn, wenn etwas, hier sind wir in Deutschland, hier ist dieser Vulkan gewesen, wenn der nur stark genug ist, dieser Ausbruch, und das war, dann kann dieser Ausbruch hier unten halt weltweite Auswirkungen haben. Also alles ist irgendwie vernetzt miteinander. Und dieser Vulkanausbruch von 1815 hatte weltweite Auswirkungen mehrere Jahre lang. Also bis 1819 hatte das Wetter durcheinander gekegelt mit
drastischen Folgen. Die Menschen hatten nichts mehr zu essen. Die Ernteeinbußen wurden größer und größer. Sie wussten nicht, was sie machen sollten. Und so haben sie dann in vielen Gegenden zu eher alternativen Nahrungsgrundlagen gegriffen und haben dann zum Beispiel auch vermehrt Schnecken gegessen, wo sie es vorher nicht gemacht haben. Sie haben Weideblumen und Wiesenkräuter gegessen, um halt irgendwas im Bauch zu haben. Damit nicht genug, sie konnten natürlich auch dann ihre Nutztiere nicht füttern, wie zum Beispiel ihre Pferde, mit denen sie irgendwo hingeritten sind oder die Kutschen gezogen haben. Und deswegen wird ganz oft spekuliert, es ist nicht hundertprozentig gesichert, aber es wird zumindest spekuliert, dass der Ausbruch vom Tambora durch die Ernteeinbußen und dadurch, dass die Menschen dann die Pferde nicht mehr so gut füttern konnten, die Draisine ganz doll vorangebracht wurde. Das ist so eine Art Laufrad gewesen, wie so ein Fahrrad ohne Pedale. Und diese Entwicklung hat zum heutigen Fahrrad geführt. Es ist nicht ganz belegt, wie ich gerade gesagt habe, aber es ist eine ganz nette Idee und ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass das so gewesen ist. Also die Leute hatten keine Pferde mehr, um irgendwo hinzukommen, dann brauchten sie eine andere Möglichkeit. Und wahrscheinlich kannst du deswegen dass die Tatsache, dass du ein Fahrrad hast, auf diesen Tambora zurückführen und dem dafür ein bisschen danken. Die andere Sache, die noch vielleicht ganz positiv aus der Sache rausgekommen ist, war, es gab wunderschöne Sonnenuntergänge, weil die ganzen Partikel in der Atmosphäre das Licht gestreut haben und deswegen waren die Sonnenauf- und Untergänge, die strahlten in allen möglichen Farben, in Rot, Violett, Orange, Gelb. Das muss wunderschön ausgesehen haben. Ansonsten war es eine riesige Naturkatastrophe und mit weltweiten Auswirkungen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau einfach auch mal auf biosepp.de vorbei, wenn du es noch nicht gemacht hast. Da findest du diesen Adventskalender mit jedem Tag einem neuen Schublädchen. Du findest da auch Videos und Beiträge von mir, Links zu anderen Posts auf Instagram zum Beispiel und auch Links, wie du generell zu den anderen Plattformen kommst, wo ich auch aktiv bin, wie zum Beispiel YouTube offensichtlich, Twitch, Instagram, TikTok und viele mehr. Auf der Seite selber habe ich auch noch die Rubrik Lieblingsgeschichten, wo ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, von Arbeiten, wo ich schon gearbeitet habe, von irgendwelchen Geschichten, die ich da erlebt habe. Manchmal klingt es ein bisschen unglaubwürdig oder unglaublich, aber ich schwöre, es ist alles wahr, was da passiert ist. Schau einfach mal vorbei. Ich freue mich auf deinen Besuch.